Mittlerweile hat wahrscheinlich auch der Letzte vollkommen die Orientierung verloren. Ich habe keine Ahnung mehr, wie wir jetzt stehen zu der Oberwelt, in der wir uns vorher befunden haben. Mich reizt es gerade irgendwie da zu diesem Bachlauf zu gehen, aber leider kommen wir natürlich nicht durch hier. Gut, gehen wir weiter. Das Wasser, also ich. Das Wasser sieht toll aus, oder? Also gerade das fließende Wasser. Beim Stehenden fällt es nicht so auf, aber dieses fließende Wasser mit diesen Brechungseffekten auch drunter, wie verwaschen die Steine hier aussehen, wenn das Wasser so drüber fließt. Also ich finde es toll. Ich bin ja eigentlich nicht so der Grafikbesessene. Was auch mal sehr interessant zu erörtern wäre, wie wichtig in modernen Spielen wirklich diese High-End-Grafik unbedingt ist, die ja die Leistungsfähigkeit der meisten Computer schon wirklich ans Limit treibt. Früher konnte man einfach sich ein Spiel kaufen und konnte es spielen. Heutzutage muss man ja wirklich schauen, ob der PC überhaupt noch die Leistungsfähigkeit hat, selbst wenn er vielleicht bloß ein Jahr alt ist oder brandneu ist. Denn manche Spiele sind so leistungsfressend, dass es echt nicht mehr feierlich ist. Also ich bin der Meinung, eine tolle Story oder wie hier, das ist dieses Spiel, ist nicht so leistungsfressend. Also ich kann es noch spielen, von daher kann es nicht so leistungsfressend sein, aber es sieht einfach spitze aus. Aber Atmosphäre und eine gute Story machen für mich viel mehr aus als die beste Grafik, finde ich zumindest. Und auch hier, die Optik ist weniger durch tolle Effekte zustande gekommen, sondern mehr durch die Liebe zum Detail, durch die Natürlichkeit jedes einzelnen Steines, meiner Meinung nach. Denn hier sieht ein Stalagmit nicht, beziehungsweise kein Stalagmit sieht aus wie der andere. Jetzt habe ich die richtige Formulierung. Und diese Farbwechsel, ich finde die toll irgendwie, weil die immer so eine andere Stimmung vermitteln. Und gerade dieses Bild mit dem blauen Schein oben, ansonsten einem dominierenden Grün im Bild und dann unten das Rot, das sieht einfach nur toll aus. Aber ich kann mich sowieso für kräftige Farben, auch auf Fotos, für kräftige Farbwechsel sehr begeistern. Als vor ein paar Monaten in China war das, glaube ich, gewesen, dieser Vulkan ausgebrochen war, da gab es auch ein Foto, in dem war ein Farbwechsel des Himmels von einem kräftigen Rot in ein kräftiges Blau drin. Das war unglaublich, das Bild, fand ich. Und ich weiß auch nicht, wie das zustande gekommen ist. So, ich möchte jetzt aber mal hier in die Tiefe springen. Ich bin schon wieder vollkommen woanders vom Thema her. Aber es verleitet irgendwie einfach dazu. Das ist so ein mystischer Zauber, der einen die verschiedensten, die wildesten Sachen hineindenken lässt. So, ich speichere mal. Übrigens für Leute, die sich das Spiel kaufen möchten und sich wundern, dass sie nicht speichern können. Ich habe bislang noch keine Menüfunktion zum Speichern entdeckt. Das Einzige, was ich bislang zum Speichern entdeckt habe, ist F5, was als Schnellspeichern angegeben ist. Und auch zum Laden habe ich keinen Knopf im Menü entdeckt. Sondern das ging nur, indem ich F6 gedrückt habe, beziehungsweise ich habe mir die Tasten irgendwie umgelegt. Man muss dann in der Tastenbelegung eben einfach gucken. Aber nur für diejenigen, die sich etwas gewundert haben, weil sie sich das Spiel auch geholt haben und jetzt irgendwie vor dem Rätsel stehen, dass sie nicht speichern oder nicht laden können. Ich habe auch erstmal doof geguckt. So, und jetzt springe ich aber mal hier runter. Geht es hier etwa? Ich glaube, hier geht es weiter. Ich möchte noch mal, oder? Geht es hier weiter? Sollte es hier weitergehen, möchte ich noch einmal oben kurz schauen. Ach, ich dachte, hier ist eine Höhle. War gar nicht. Und hier können wir seltsamerweise auf einmal auch tauchen, nicht? Also das ging vorher ja gar nicht eigentlich. Ach, hier unten geht es. Ah. Gut, dann möchte ich. Nein, ach. Ich glaube, wir sind im Kreis gelaufen, oder? Kann das sein? Sind wir nicht von da oben gekommen? Gut, dann werde ich nochmal fix hier laden. Auch wenn das jetzt ein bisschen die Stimmung zerreißt, weil jetzt ja vollkommene Stille gerade mal ist. Aber dann werden wir den Weg hier einfach fortsetzen und uns in diese Höhle dort vorne begeben. Ich weiß auch gar nicht so richtig, von wo wir gekommen sind dann. Wir müssen ja von irgendwo runtergesprungen sein. Es könnte davon gewesen sein, eventuell. Dieses Loch. So, und dann schauen wir mal hier. Passen auf, dass wir nicht ausrutschen. Ja, und dann werden wir uns mal. Das sieht schon wieder weitaus natürlicher aus hier vorne. Das nimmt ein bisschen den Mystizismus sozusagen dieser Höhle.
Einfach nur der warme Kerzenschein macht das schon aus. Es ist erstaunlich, was dieses Licht für einen Effekt hat oder wie stark es die Wirkung hier verändert. Und ich bleibe ja die ganze Zeit an diesem Stalaktiten hängen. Es ist ja kein Wunder, dass ich nicht vorwärts komme. Und da hatte ich mir extra ein Thema zurechtgelegt, über das ich mit euch reden kann wieder, beziehungsweise über das ich philosophieren kann. Wieder mal ein philosophisches Thema, wie gesagt, und zwar der Egoismus, aber ich glaube, das brauche ich heute einfach gar nicht, weil diese Höhle von sich aus einfach mich so dazu verleitet, immer mal irgendwas anderes zu erzählen oder zu entdecken und erkunden. Die haben ja auch kleine lumineszierende Pilze. Kann man die sich näher anschauen? Naja, näher komme ich leider nicht ran. Sie scheinen ganz dünn zu sein und die Kappe schon fast durchscheinend, aber sie strahlt halt von sich aus diesen Glanz aus, dieses Licht. Spitze. Einfach spitze. Es hat so einen eigenen Zauber. Und ich denke, das ist auch, selbst wenn man nicht die Story ergründen will, die der Erzähler mit uns teilt, ist das einfach, selbst wenn er nicht spricht, schon das perfekte Spiel, um zu entspannen, um wieder runterzukommen, gerade in unserer schnellen Gesellschaft, womit ich schon wieder zu einem neuen Thema komme, über das ich reden kann. Die Schnelllebigkeit unserer Gesellschaft. Auch mich hat das, ehrlich gesagt, in meinem Let's Play-Stil jetzt, also ich Let's Play ja vollkommen anders als in den meisten anderen Spielen, viel ruhiger und ich rede auch normal eigentlich, während ich bei anderen zu schreien anfange oder irgendwie anders bedeckt rede, ganz seltsam. Aber hier ist es halt wirklich, man wird dazu ermahnt, ruhiger und langsamer zu sein und sich Zeit zu nehmen für einen Blick. I'm traversing my own death throes. The infection in my leg is an oil rig that dredges black muck up from deep inside my bones. I swallow fistfuls of diazepam and paracetamol to stay conscious. The pain flows through me like an underground sea. Und damit geht unser Erzähler natürlich wieder auf seinen infizierten Oberschenkel ein, der sich ja gebrochen hatte. Und selbst mit den Schmerzmitteln hilft es nichts, die Schmerzen kommen und überkommen ihn einfach. Und ich bin jetzt gerade ernsthaft überfordert, dass ich nicht weiß, in welche Richtung ich gehen soll hier, aber ich werde erstmal hier drüben lang gehen, weil es hier ganz offensichtlich nicht weitergeht. Und da oben scheint es auch lang zu gehen. Mal schauen. Das kennen wir ja mittlerweile nun schon. Okay, definitiv zwei C-Atome. Ich habe das Gefühl, die Zeichnung, obwohl es immer wieder dieselbe ist, sieht immer anders aus. Und wenn es nur ganz feine Nuancen sind, feine Linien, einzelne, die anders aussehen, die ein bisschen verwaschener oder ein bisschen breiter sind, habe ich das Gefühl, es sieht immer anders aus. Ich möchte mal kurz innehalten, einfach nur um die Stimmung aufzufangen, auch mit dieser Musik wieder. Der Soundtrack gefällt mir bislang wirklich sehr gut, weil er immer eine eigene Stimmung irgendwie rüberbringt. Das ist so was ganz für sich. Der trägt auch noch zusätzlich zu den visuellen Effekten äußerst stark zu der Atmosphärenbildung bei, finde ich. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass der Soundtrack einer der Stärken dieses Spiels ist, weil bislang ist es insgesamt einfach nur stark, das Spiel. Also es ist ja kein Spiel, man kann es nicht als Spiel bezeichnen, das hat ja keine spielerischen Elemente so wirklich. Aber ich habe bislang noch wirklich eigentlich keine Schwächen daran gefunden. Oh, ich glaube, hier geht es wirklich weiter. Dann werde ich mich nochmal todesmutig herabstürzen, damit wir uns da unten das nochmal näher anschauen können. Im Fluss. Oh. Ach, das ist praktisch. Da hat das Wasser unseren Sturz gedämpft und wir werden gleich mitgetrieben.
und werden uns hier vorne noch ein bisschen umschauen. Kommen wir hier hoch? Bestimmt, oder? Na los, geh hoch. Sehr gut. Das finde ich auch interessant. Ein K mit einem Kreis drumherum und ein paar Pfeilen drumherum. Ich habe bloß keine Ahnung, was es bedeuten könnte, so wirklich. Ich finde auch wieder diese Tausenden von Nadeln, die hier von der Decke herabragen, stark, diese Stalaktiten hier. Für alle, die sich übrigens nicht merken können, was Stalaktiten und was Stalagmiten sind, gibt es den riesigen Tipp von mir. Meister des Flachwitzes, Titten hängen. So, möchte auch mal gesagt sein. Auch wenn es gerade überhaupt nicht reinpasst, tut mir leid. Die Kristalle sind auch schön hier, die Bergkristalle. Was mich an meine Geochemieprüfung denken lässt, woran ich eigentlich gar nicht denken möchte. Die kleinen Quarzkristalle hier. Kommen wir hier hoch? Das wäre sehr schön. Nein, leider nicht, aber davon scheint eben bloß wieder dieser Schaltplan zu sein. Und hiervon scheint Schluss zu sein, okay. Genau, hier komme ich auch nicht weiter gerade. Gut, dann kehren wir wieder um und werden uns die andere Seite des Flusses auch noch vornehmen, bevor wir dann endlich weitergehen. Beziehungsweise, wenn ich die andere Seite des Flusses mir dann auch vorgenommen habe, werde ich dann für heute Schluss machen und wir sehen uns den Rest der Höhle morgen weiter an. Und ich hänge gerade irgendwie fest hier. Ich glaube, das ist das Wasser. Ach gut, dann hüpfen wir hier hoch. Wie auch immer ich das jetzt gerade geschafft habe. Aber dann müssen wir nicht gegen den Wasserlauf ankämpfen. Das ist natürlich schon mal sehr positiv. Und auch hier wieder überall die Farbeimer, die herumliegen. Das wird der letzte Auftrag unseres Erzählers gewesen sein. Sein letzter Aufstieg sozusagen. Dass er hier hinabgestiegen ist, um überall seine Zeichnungen an die Wand zu bringen. So könnte ich es mir vorstellen. Seine Gedanken zu Ende zu bringen sozusagen. Kam ich von hier? Oder gehe ich nach da? Das ist nun gerade die Frage. Ich verliere mich langsam hier in den Höhlen, habe ich das Gefühl. Ich speichere jetzt auf jeden Fall mal. Nein, ich bin von da gekommen, von dem Gang hinter mir. Genau. Und dann werden wir jetzt noch hier vorne das erkunden und dann ist auch schon wieder Feierabend für heute. Huch. Und hier ist die Höhle etwas weiträumiger und etwas heller. Kommt hier vielleicht sogar Tageslicht durch? Nein, das ist auch wieder bloß das phosphoreszierende Leuchten, wie es aussieht. Was auch immer das Leuchten verursacht, das sind ja bloß die Bergkristalle eigentlich dort oben. Alles voller Kristalle hier. Das Tolle an der Höhle ist halt auch ihre Unberührtheit, die irgendwie durch diese ganzen Kristalle, die hier überall sind, so herübergebracht wird. Findet man ja als zivilisierter Mensch, wobei ich das zivilisiert jetzt in Anführungsstrichen stellen möchte, beziehungsweise nicht als positives Merkmal herausstellen möchte, auch eher selten solche unberührten Stellen. Das ist etwas, was ich am Winter sehr mag, muss ich sagen, wenn man unberührten Schnee hat, auch wenn ich sonst kein Winterfan bin und Schnee auch nicht unbedingt mag und Kälte, aber wenn so ein Feld von unberührtem Schnee da ist, es beeindruckt mich schon immer sehr und verleitet mich dann immer sehr, mich hineinzubegeben. Dieser Entdeckerdrang, dass etwas vollkommen unberührt ist, und der kommt hier auch irgendwie so ein bisschen hervor. Und an dieser Stelle, heute mal ohne Schiffswrack im Bild, das erste Mal, möchte ich die Erkundung erstmal unterbrechen wieder und wir sehen uns dann morgen wieder wahrscheinlich, wenn es wieder heißt Let's Discover Dear Esther. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder, alle miteinander. Habt einen schönen Tag, ich wünsche euch was. Tschüss. Einen kleinen Nachschlag gibt es dann doch noch von mir. Auf dem Weg zur Steinbrücke hiervon habe ich noch ein Nest mit zerbrochenen Eierschalen gefunden. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Genauso wie dieses Ultraschallfoto. Und wo ist es denn? Ach, hiervon. Dieses Ultraschallfoto.
Ich kann nichts hineininterpretieren, gerade das sieht eigentlich überhaupt nicht aus wie ein Kind. Ich habe mir schon überlegt, ob es vielleicht irgendwie eine Draufsicht von einem Strand hier sein könnte auf der Insel, aber ich weiß es nicht so richtig. Vielleicht habt ihr ja Ideen. Erzählt mir, was ihr so dazu denkt. Ansonsten jetzt aber wirklich mal einen schönen Tag und bis bald.